Willkommen Trader zum Freitagswebinar. Wie immer Handelsideen, wie immer der große Marktcheck, der Rückblick auf die Wochennachrichten und natürlich das, was uns nächste Woche von der Nachrichtenseite bewegt. Guten Morgen alle, die hier auch live zuschauen. Ich freue mich wieder, einige dabei zu haben, hier Stammzuschauer auch dabei. Die Community wächst ja immer weiter und an der Stelle möchte ich ganz gerne einfach auch nochmal sagen, danke für die Likes, die wir auch in dieser Woche bekommen haben und alle, die Zuschauer, die Videos hier an dieser Stelle über andere Kanäle sehen. Wir streamen das Ganze ja auch über GoToWebinar beziehungsweise veröffentlichen wir das Ganze auch auf unserem YouTube-Kanal. Gebt uns einfach ein Like hier beispielsweise auf Facebook oder abonniert unseren YouTube-Kanal von TickmillDeutsch und dann verpasst keiner was. Wir sind hier live dabei und das Schöne ist, all diejenigen, die hier wirklich live zuschauen, jeden Morgen, die kriegen die Handelsinformationen wirklich aus erster Hand. Es lohnt sich, es gibt immer wieder hervorragende Bewegungen und natürlich kann jeder hier, der live zuschaut, Fragen stellen, Wunschmärkte analysieren lassen. Der Austausch ist ja immer wichtig, auch wenn er hier in Teilen dann natürlich unter Tradern auch ein bisschen kollegial ist. Das ist ja das Schöne hier an dieser Stelle. Also, Leute, schauen wir rein in die Märkte, was es heute gibt. Natürlich vorab der Risikohinweis. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das muss man, so wie es ist, bitte auch beachten. Schauen wir auf das, was die Tagesnachrichten heute hier an dieser Stelle bringen. Wir haben Freitag, den 25. Oktober. Wir haben bekommen den GfK-Konsumklimaindex. Hier leicht unter den Erwartungen. 9,8 waren es, 9,6 sind. Das sind jetzt auf den ersten Blick meiner Meinung nach keine großen Abweichungen. Jemand, der sich mit der Materie noch nicht so beschäftigt, sagt, boah, ja gut, 9,8 erwartet, 9,6 ist es jetzt, sind 0,2 weniger als erwartet. Lass doch mal die Kirche im Dorf. Ich sage an dieser Stelle aber auch immer, alles Kleinteilige zusammen gibt ein großes Bild. Und wir müssen jetzt einfach mal schauen, es gab in dieser Woche, habe ich auf NTV gesehen, eine Umfrage zur Erwartung der aktuellen oder zur aktuellen Situation und zu den Erwartungen der Bürger in Deutschland. Und da hat sich das Bild so weit verschoben, dass es mittlerweile immer mehr Unsicherheiten bei den Bürgern gibt, wie es weitergehen kann. Wir hören in den Nachrichten ja auch immer wieder, es gibt immer mehr Stellenabbau. Ja? Guckt euch einfach mal Banken oder Automobilsektor an, was dort alles weggeht. Das ist einiges an Arbeitsplätzen, die hier mittlerweile verschwinden. Und das geht so langsam in die Köpfe auch der Bürger rein. Und noch hat das keine großen Auswirkungen. Aber wenn sich diese Dinge mehren und die Bürger plötzlich anfangen zu sparen, dann verändert sich das Konsumklimaindex. Und das fängt immer mit so Kleinigkeiten an. Ja? Der sinkt nicht in der Regel nicht von heute auf morgen um 50%. Das macht er nicht. Nein, er geht langsam in kleinen Schritten nach unten. Und das sind so anfängliche Sachen, die man mit im Kopf haben muss, um das Ganze zu schauen. Die Märkte nehmen solche Sachen natürlich deutlich vorweg. Ja? Wenn wir uns nachher den DAX anschauen, dann werden wir auch sehen, dass der DAX das, was jetzt kommt, auch schon vorweggenommen hat. Und das, was wir jetzt sehen, möglicherweise schon Dinge sind, die wir in Zukunft erleben werden. Wir haben ja auch Herrn Draghi gehört in seiner letzten Rede bei der EZB-Sitzung am Donnerstag. Er hat einfach gesagt, seine Worte waren, die EZB wird alles dafür tun, dass die Wirtschaft weiter aufrechterhalten wird. Sie haben einen großen Maßnahmenkatalog, den sie öffnen können. Sie werden es auch tun. Und was natürlich aus dieser Warte her auch sehr, sage ich mal, in das gleiche Kontor einschlägt, ist, dass Frau Lagarde ebenfalls ein Freund oder in dem Moment besser eine Bekennerin der lockeren Geldpolitik ist. Das heißt, wir können schon mal im Groben davon ausgehen, dass sich der Politikstil der EZB unter der neuen Führung nicht deutlich an dieser Stelle verändern wird. Machen wir weiter. Was wir heute noch bekommen, IFO-Indizes, das heißt IFO-Geschäftserwartungen, Info über die Lageeinschätzung, der Index und auch die Erwartung, all das kriegen wir heute hier für Deutschland um 10 Uhr. Das ist ein wichtiger Index. Nachmittags in den USA gibt uns die Uni Michigan
Auskünfte über die Konsumentenerwartungen und das Verbrauchervertrauen aus den USA. Und dann gibt es hier am Abend, wie immer freitags, Einblick in die CRT-Reports hier, die CFTC-spekulativen Nettopositionen in den Futures. Für diejenigen, die das auf der Uhr mit haben und zum Trading auch benutzen, bitte einfach die Daten mal prüfen. Das also der Check der aktuellen Nachrichten. Und jetzt gehen wir hier in unsere, hoppala, das wollte ich gar nicht, jetzt gehen wir hier in unsere Handelsbesprechung. Schweizer Franken, nein, US-Dollar, Schweizer Franken, Euro, Neuseeland-Dollar und mal wieder Euro, dänische Krone habe ich im Blick für heute auch mit vorbereitet. Wir starten mal hier mit dem Währungspaar Euro-Neuseeland-Dollar. Ich mache mal kurz noch hier die runden Marken aus. Wie immer brauchen wir die hier bei den Währungen nicht. Die haben ihre Relevanz, aber hier brauchen wir es einfach nicht. Das heißt, schaut euch einfach mal an, was wir hier an dieser Stelle Schönes haben. Wir haben einen Markt, der hier mittlerweile dieses Level um die 1,76 rausgenommen hat mit einem schönen Spike. Das Spike hoch haben wir hier oben gehabt bei knapp 1,77 und danach ist der Markt wieder runtergegangen in die korrektive Phase. Das kennen wir beim Euro-Neuseeland-Dollar mittlerweile auch schon, wenn wir uns mal so ein bisschen die Historie auch anschauen. Wir sind hier, wenn wir uns mal das anschauen, hier sind wir etwas oben drüber gelaufen und danach gab es richtig wieder Korrektur. Was ist dann passiert? Wir sind wieder oben reingelaufen, es gab einen Mini-Spike oben drüber, dann gab es wieder richtig korrektive Phase nach unten. Hier das Gleiche, wir sind etwas über die Hochs drüber gelaufen, danach gab es richtig Korrektur nach unten. Hier hochgelaufen, altes Hoch rausgenommen, was gab es? Richtig Korrektur nach unten. Das heißt, das ist ein Verhalten, das wir immer wieder sehen, in einem bestehenden Trend. Und wenn wir hier uns mal das trendige Verhalten anschauen, wir sehen hier im großen Bild schon immer wieder die steigenden Hochs. Das Bild ist sehr, sehr groß. Ja, ich weiß, das ist ganz klar. Das Schöne ist aber, es gibt halt in diesen großen Bereichen, die wir hier sehen, immer wieder schöne Trends, die wir zum Traden nutzen können. Hier hat man schön Aufwärtstrend, hier ein Abwärtstrend, hier ein Abwärtstrend, hier trendet das Ganze schön hoch, hier Schub nach unten, Schub nach oben, da müssen wir uns die Stundentrends anschauen. Und das, was wir hier momentan sehen, ist auch etwas, was wir dann im Stundenfaktor brauchen. Das ist also das Verhalten in dieser gesamten Phase und diese starken Kursaufstiege im ganz, ganz großen Bild, die dauern ja mittlerweile auch schon eine ganze Weile an. Jetzt schauen wir uns das Bild mal im weiteren Blick mit ein. Hier unten haben wir nämlich aktuell ein Support-Level. Und in diesem Support-Level hat der Markt gestern rumgedreht. Zack, nutzt, aufgedutzt, hier unten reingelaufen, paar Mal angetestet, Boden gebildet, zack, auf ging's nach oben. Bevor wir jetzt in die Stunde reingehen, möchte ich auf Tagesbasis noch eine Kleinigkeit mit andeuten. Und zwar folgendes. Sollten wir das positive Szenario, was ich gleich auch bespreche, nicht sehen, sondern nach unten abfallen und unter diesen Support fallen, dann haben wir, ich skizziere es mal ganz kurz, ich lösche es dann auch wieder raus, weil wir es nicht brauchen für die andere Betrachtung, dann haben wir hier, wenn wir tatsächlich drunter fallen, einen Abwärtstrend. Ja, das ist also das Gegenszenario zu dem bullischen Szenario, was wir gleich besprechen. Und sollten wir tatsächlich hier unter die 1,73,2 durchlaufen, dann ist der Weg nach unten offen. Erst einmal hier in den nächsten Unterstützungsbereich um die 1,71,200. Das müssen wir hier an dieser Stelle konstatieren und immer so ein bisschen mit im Hinterkopf haben in puncto Risikoabsicherung. Ja? Das an dieser Stelle bitte immer auch die Risiken mit begrenzen im Portfolio und wir wissen es spätestens dann, wenn wir hier drunter fallen, dehnt sich die korrektive Phase aus und dann ist halt die Frage, passt der Long Trade noch in ihr eigenes Trading Setup an dieser Stelle. Das muss jeder Trader für sich selbst an dieser Stelle entscheiden und auch natürlich jede Traderin. Ich freue mich, wir haben ja hier auch mittlerweile immer wieder einige Damen dabei, die zuschauen und das freut mich natürlich immer sehr, sehr besonders. Also gucken wir uns hier Euro-Neuseeland-Dollar noch an in der Stunde für das Long-Szenario. Warum habe ich hier das Long-Szenario auch so mit auf dem Fokus? Weil der Tag halt nach oben gerichtet war vorher und die starke Gegenbewegung halt die Korrektur nach dem Ausbruch nach oben war. Und hier unten sehen wir es sehr, sehr schön. Der Abwärtstrend lief in hervorragender Manier nach unten, hat hier nochmal ein kleines tieferes Tief gemacht. Aber der Schwung ging dort unten komplett raus. Und nun, was haben wir nun? Hier, also kurz skizziert. Der Abwärtstrend, den haben wir hier in seinen letzten Zügen gehabt. Und wir sehen es mittlerweile auch, der Markt hat mit der Tageskerze von gestern
mal etwas Morgenluft geschnuppert. Der ist nach oben gelaufen, hier ins Hoch hinein. Das Tageshoch von gestern haben wir gehabt bei 1,74,345. Da sind wir drüber gelaufen, haben dann korrigiert. Und was sehen wir jetzt? Jetzt sehen wir einen Markt, der schon wieder etwas oben drüber gelaufen ist. Das heißt, an dieser Stelle, rein aus technischer Sicht, haben wir jetzt einen Aufwärtstrend. Und dieser Aufwärtstrend, wenn er denn fortgesetzt wird, heißt also, wir fallen nicht hier unten unter dieses Tief drunter, sondern laufen nach einer möglichen Korrektur wieder hoch, haben wir natürlich schöne Anlaufpunkte. Ne? Wenn wir uns das Ganze im kleinen Bereich mal anschauen, hier drüben haben wir ein Hoch, hier haben wir ein Hoch. Das, was wir hier sehen, diese Markierung, das sind die alten Tageshochs. Wir blicken jetzt allerdings mal hier ab mit Absicht auf diesen Trendverlauf dieser Phase nach unten. Und da sehen wir halt die Level hier, hier, hier und da oben auf dem Weg zu diesem Spike-Hoch, was im Tag ein Spike gewesen ist. Da sehen wir schön den Trend nach unten laufen. Also, das ist interessant und das ist durchaus das Potenzial, was wir hier im Euro-Neuseeland-Dollar auf die Oberseite auch mit haben. Diejenigen, die das möglicherweise im kleineren Bild traden möchten, die nehmen jetzt einfach diesen Stundentrend hier nach oben und gucken sich das Ganze in der kleineren Zeiteinheit an. Wir schalten mal kurz in die 5 Minuten rein. Ich zoome das Bild hier mal noch zusammen, da sehen wir es nämlich auch. Also schaut's mal, das hier war der Abwärtstrend auf Stundenbasis, das hier ist jetzt der Aufwärtstrend auf der Stundenbasis, rein aus technischer Natur. Klar sind wir hier oben abgeprallt, nur solange wie wir nicht hier unten drunter fallen, gilt das als Richtungsführung. Und hier sehen wir einfach, was da kommt, wenn wir hier nämlich wieder einen neuen Trend nach oben bilden, dann haben wir an dieser Stelle den Markt nach oben richten und dann beginnt sozusagen wieder die Bewegung in Richtung der Aufwärtsdynamik der Stunde und das setzt sich dann natürlich in den Tag hinein fort. So, dann schauen wir uns noch das Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken an. Hier im Chart. Wir sehen es. Von oben nach unten kam der Druck bis hier oben hin. Jetzt sind wir drüber gelaufen. Das heißt, wir sind ja hier über ein wichtiges Level schon drüber gelaufen. Hier, ich habe das mal markiert, die Marke ungefähr 0,995. Das ist der Bereich, da sind wir drüber gelaufen. Da sind wir auch schön nach oben getrendet. Also alles wirklich richtig gut. Aber hier oben um die Marke von 1,00148, das war das Hoch hier, dieses Zwischenhoch, sind wir halt deutlich nach unten abgeprallt. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht jetzt im nächsten Versuch nach oben laufen können. Aber wenn wir einfach mal schauen, dieser Aufwärtstrend, der uns hier nach oben in diesem Widerstandsbereich geführt haben, der wurde jetzt gebrochen und zwar nicht nur durch eine einzelne Bewegung, sondern durch einen Abwärtstrend. Und dieser Abwärtstrend, der korrigiert momentan innerhalb eines engen Trendkanals. Die Charttechniker werden dieses Muster auch kennen. Das ist eine bärische Flagge an dieser Stelle. Die Korrektur in diesem kleinen rot markierten Abwärtstrend, die kann sich durchaus auch noch nach oben fortsetzen. Anlaufpunkte haben wir hier an diesem Tageshoch. Das kommt auch wieder aus dem Abwärtstrend, den wir in der Stunde sehen, um die Marke von 0,99523. Das ist das Hoch hier. Beziehungsweise dann haben wir hier noch das Korrekturhoch bei 0,99959. Das sind die Marker, die wir hier ohne weiteres in die korrektive Ausdehnung noch reinbekommen können. Der Markt kann sich schön nach oben fortsetzen, weil wir wissen ja immer, ein Trend, der setzt sich eher fort, als dass er bricht, aber irgendwann dreht es halt rum. Und wenn es rumdreht, das heißt, wenn der Aufwärtstrend der Stunde, den wir hier jetzt sehen, nach unten umdreht, dann heißt das halt Bruchlevel nach unten. Dann endet dieser Korrekturtrend und der Markt dreht wieder rum und dann haben wir die Chancen zur Unterseite. Hier erst einmal in Richtung Zwischentief bei 0,98405. Zwischenpunkte haben wir hier auch durch den Abwärtstrend, den wir in der Stunde sehen, oder durch den Aufwärtstrend. Das sind dann die wichtigen Korrekturtiefs bei 0,98854 und hier unten die 0,98541. Bricht es dann komplett hier unten drunter, wäre das nächste Unterstützungslevel hier an dem nächsten Korrekturtief dieses Aufwärtstrends möglicherweise hier zu finden. Ich sage damit Absicht immer möglicherweise, weil es sind ja nur Wahrscheinlichkeiten, ja, und es gibt halt die Wahrscheinlichkeit, dass hier unten Orders liegen, die hier entweder für eine Unterstützung sorgen oder der Markt greift dort unten einfach wieder zu, beziehungsweise bringt Dynamik nach unten, wenn hier eine Menge an Verkaufsorders liegen. Daher immer nur Wahrscheinlichkeiten, weil ich ja keine Ahnung habe, was dort liegt, aber aus der Erfahrung heraus weiß ich halt, sowas kommt immer wieder vor und bringt das Ganze immer wieder hier in Bewegung. Auch beim US-Dollar, Schweizer Franken schauen wir uns nochmal eben den Stundenchart an zur Verdeutlichung. Ich zoome es mal kleiner.
Hier, schaut euch das an. Das ist aktuell der Trend, der hier nach oben läuft. Er schwingt sich schön nach oben rein. Wir sehen es hier auf diese ganzen Kerzen, die nach oben gehen. Wir haben ansteigende Hochs, also ansteigende Tiefs und ansteigende Hochs. Und wie schon gesagt, wenn das Ganze hier nach unten rausgenommen wird, ja, das heißt, wenn wir hier jetzt sozusagen nach unten, hat man die letzte Korrektur, den Markt nach oben, wenn dieser Aufwärtstrend hier bricht, also unter dieses Tief hier sozusagen drunter läuft, dann haben wir erstmal diesen Aufwärtstrend gebrochen. Das wäre dann die erste Indikation dafür, dass der Markt wieder runter in Richtung der übergeordneten Phase läuft. Das ist hier die Handelsidee im US-Dollar, Schweizer Franken für die fallenden Notierungen. Und damit gehen wir noch in den Chart von Euro-Dänische Krone. Das Ganze wie immer im Tageschart. Wir hatten Euro-Dänische Krone vor kurzem schon mal und die Handelsidee ist auch sehr, sehr schön bis dahin mit aufgegangen. Also wir hatten drüber gesprochen, als wir hier sozusagen dieses Widerstandslevel rausgenommen haben und die Fortsetzung nach oben gesehen haben. Die kam auch wirklich sehr, sehr schön. Damit sieht man auch, man kann mit diesen Nebenwährungen durchaus Geld verdienen. Und es macht Sinn, auch das gesamte Spektrum der Handelsmöglichkeiten, die wir hier bei Tickmill haben, auch zu sehr, sehr günstigen Konditionen, wirklich sehr, sehr kompetitiv das Ganze, immer wieder dazu zu benutzen, die Charts zu scannen, zu suchen, welche Handelsmuster da sind und zu sehen, wie es hier weitergehen kann. Was wir hier im Währungspaar sehen ist, es gibt immer mal ein paar Spikes. Die Währung ist auch nicht meiner Meinung nach zwangsweise dazu geeignet, dass man hier kleines Intraday-Trading oder sowas macht. Aber die größeren Bewegungen, die kann man durchaus auch schon mitnehmen. Und was wir hier momentan auch sehen, ist ein Dreieck an dieser Stelle. Und dieses Dreieck verortet in dieser momentanen Aufwärtsrichtung. Also wir haben ja hier das größere Bild schon aufwärts gerichtet. Und dann haben wir hier die aktuelle Bewegung, die läuft auch trendig nach oben. Und wie schon gesagt, dieses Dreieck hier spielt eine gewisse Rolle. Und wir haben es jetzt hier an dieser Stelle. Wer die bullischen Szenarien spielen möchte, wir brauchen hier den Ausbruch durch die Oberseite. Das heißt, wir müssen hier oben drüber laufen, hier auch über dieses Tageshoch von gestern drüber weg. Das wäre dann das bullische Szenario. Der nächste Anlaufpunkt zur Oberseite wäre dann erst einmal kurzfristig. Natürlich, das ist noch wirklich was ganz, ganz Kleines. Erst einmal müssen wir überwinden das aktuelle Trend hoch bei 747,1 und dann haben wir die Chance hier oben, dieses Spike-High-Level um die 747,24 anzulaufen. Die Chancen haben wir definitiv auch da. Das ist die Long-Seite. Brechen wir allerdings ab und das kommt jetzt mittlerweile auch immer weiter ins Spiel, weil der Weg hier oben hin wird halt immer knapper. Drehen wir tatsächlich rum hier oben, dann haben wir die Chance, einen Schub nach unten mitzunehmen. Und wenn man nach unten mit reinschaut hier, dann haben wir definitiv Anlaufpunkte da. Erst einmal hier um das Ausbruchslevel hier, um die Marke von knapp 7,47 und dann hier das aktuelle Trendtief bei 7,46,7. Das sind Marker, die wir hier zur Unterseite noch mit haben und die können wir durchaus auch auf der Uhr haben für dieses Währungspaar. Also eine kleine Idee im Nebenbereich, die aber durchaus Sinn machen kann für diejenigen, die das Ganze ein bisschen in Ruhe sozusagen mit am Traden halten wollen. Und wenn wir uns mal anschauen hier, wir stehen halt hier momentan, ich mache den Chart mal kurz auf die Woche, da sollten wir das Bild ein bisschen besser sehen. Wir stehen hier momentan in einem recht hohen Level, aber wird das überschritten, haben wir halt auch noch die Chance weiter nach oben. Wenn wir mal hier drüben schauen, dieses Wochenhoch, was wir hier gehabt haben, das kam aus dem Jahr 2015, das haben wir liegen um die Marke. Wir gucken mal ganz kurz mit der Fahnenkreuz hier oben. Hier oben da, das ist der Bereich um die 47, knapp 7. Da ist also doch noch einiges an Luft drinnen. Und wenn wir uns diesen Trendverlauf mal anschauen, möglicherweise sehen wir dann oben am aktuellen Widerstand weitere Kurssteigerungen. Wir haben es auf alle Fälle in den Möglichkeiten mit drinnen. Und wenn die Wahrscheinlichkeiten gegeben sind, dann kann das immer auch passieren. Das zum Kursverlauf von Euro-Dänische Krone. So. Jetzt schaue ich mal in die Fragen rein. Es wird noch gefragt, US-Dollar, japanischer Yen, gucken wir uns noch an. Na klar, den hatten wir ja hier auch schon mal besprochen. Da gibt es aktuell nichts Neues zu sagen. Wir sind weiterhin in der Seitwärtsphase verortet hier. Wir hatten ja diesen Trendverlauf schon mal gesprochen, wenn wir uns hier den Chart auch mal anschauen. US-Dollar-Yen momentan hier, das ist mal das ganz große Bild, weiterhin aufwärts gerichtet. Wir sind jetzt hier in der korrektiven Phase. Das ist jetzt hier der Tageschart, den wir haben. Und wir hatten es schon mal besprochen. Hier das Bild kann ich gleich noch mal offen lassen.
Was wir hier sehen in der Korrektur ist aktuell der laufende Korrekturtrend, den wir auf der Stundenbasis sehen. Und solange wie wir uns nicht hier über die 108,72 drüber steigern, haben wir momentan immer noch die korrektive Phase. Das ist das, was uns die Trends an dieser Stelle auch zeigen. Ich gehe mal ganz kurz in den Stundentrend rein. Da können wir es ein bisschen besser erkennen. Also was wir hier sehen, ist wirklich dieser aktuelle Verlauf. Hier oben, diese Marke ist aktuell der Deckel. Da geht es nicht drüber. Aber, und das ist das Schöne, wir sehen momentan, wenn wir mal schauen, wo der Markt dann hergekommen ist, ich zeichne dieses Bild hier mal kurz weiter. So, also wir sind dann hier wieder hoch in diesem Bereich gelaufen. Das haben wir ja miteinander besprochen auch. Damals hat man auch gesagt, wir müssen hier drüber, damit wir die Korrektur beenden. Das ist jetzt nicht passiert. Stattdessen sind wir abgeprallt und haben jetzt hier aus technischer Sicht auch nochmal ein tieferes Tief gemacht. Hat aber an der Oberkante in keinster Weise irgendwas verändert. Das heißt, diese Oberkante ist weiterhin da, hat weiterhin Relevanzen und ja. Der Markt steht halt hier oben. Wir sind jetzt hier auch schon mal erstmals ein bisschen drüber gelupft. Das ist ein bisschen ein positives Zeichen. Schick ist sowas nicht, weil wir sehen hier, wenn wir jetzt hier steigende Hochs und fallende Tiefs sehen, ist das immer ein bisschen blöde. Das heißt, wenn wir jetzt hier wieder abprallen sollten und wieder nach unten gehen, dann wissen wir halt, okay, die Korrektur ist immer noch nicht zu Ende. Aber, und das ist jetzt interessant zu sehen, was wir hier haben. Wir haben zwar hier den Schub nach oben gesehen und dann den Prall nach unten, aber wenn wir es jetzt tatsächlich oben drüber schaffen, dann könnte sich das Bild oder dann sieht das Bild wie folgt aus. Wir sind hier unten drunter gelaufen, haben zwar dieses kleine Level zwischendurch weggenommen. Korrekturphasen, gerade wenn sie seitwärts laufen, sind ja immer mal ein bisschen unsauber. Nur wenn wir es jetzt tatsächlich drüber laufen lassen, dann haben wir hier ein höheres Tief und dann hier ein höheres Hoch. Das wäre interessant. Das ist das Zeichen für mich persönlich, dass ich sage, jetzt können wir uns wieder zur Oberseite orientieren. Und wenn wir uns dann mal den Tagesschart anschauen und tatsächlich den Schub nach oben schaffen, wieder Richtung Trendhoch hier bei 108,95, das wuppen, dann können wir uns weiter rüber orientieren. Nächster Hochpunkt wäre dann hier dieses Spike High, was wir hatten. Und dann können wir uns hier noch weiter nach oben orientieren. Soweit ist es noch nicht. Vielleicht kommt es dazu. Je nachdem, wie der Handelstag heute ist, werde ich Montag ein paar Worte dazu sagen oder im Research am Sonntag. Wenn sich das wirklich gibt, dann stricke ich daraus wirklich eine Handelsidee. Die werde ich hier dann präsentieren. Aber aktuell, für mich persönlich, gibt es hier nichts zu machen, weil wir einfach sehen, zumindest auf dieses große Bild, wenn wir nach oben gehen, die Korrektur ist noch nicht zu Ende. Für kurzfristige Trader allerdings ist das schon interessant zu sehen, was hier oben jetzt passiert, weil. Wir wissen ja, wir haben jetzt hier eine gewisse Range, die ist oben und unten begrenzt. Und was das Schöne in dieser Range war, ist, immer wenn wir oben angestoßen sind, sind wir gefallen. Immer wenn wir unten angestoßen sind, sind wir gestiegen. Und das bringt uns wieder in die Sache der Verortungen. Wenn wir so in Phasen haben wie jetzt und wir stoßen immer oben an und fallen dann runter, beziehungsweise stoßen unten an und steigen hoch, das ist ja dann das Interessante an den Grenzen. Dann wieder runter ins Median reinzulaufen oder hoch ins Median. Jetzt sind wir aber einmal oben verortet. Und für die kurzfristigen Trader, wenn wir tatsächlich hier oben anstoßen und wieder rumdrehen, das wäre dann ein gutes Zeichen, einfach mal wieder ein Stück Richtung Median zu traden. Soweit dazu. Gut. So, dann passt. Ja, Matthias, du hoffst, dass du drüber willst. Bitte, 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 ich will Hoffnung hier im Trading nicht sehen. Hoffnung ist nichts fürs Trading. Wer im Trading mit Hoffnung Geld verdient, dem drücke ich echt die Daumen, dass das weitergehen kann. Ich persönlich kenne keinen, der mit Hoffnung duplizierbare Trades macht. Also zumindest duplizierbare Gewinntrades. Ne? Verlusttrades zu duplizieren ist ja nicht so schwer. Aber wir wollen ja Geld verdienen an dieser Stelle. Und deswegen Hoffnung hat im Trading nichts zu suchen. Ja? Hier zählen Fakten und wir sollten uns wirklich an das halten, was die Märkte machen. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter hier in die Charts hinein. Und zwar, nein, wir gucken jetzt nicht in die Charts, wir gucken erstmal auf die Nachrichtenseite nochmal, was wir diese Woche hatten, was uns nächste Woche erwartet. Und dann geht es rein in die Analyse, die wir hier an dieser Stelle auch mit haben. Das heißt,
Der Rückblick auf die Termine der aktuellen Woche. Da gab es in den USA am Dienstag die Rohöllagerbestände und die Verkäufe bestehender Häuser. Wir sehen es hier oben, Verkäufe bestehender Häuser, die sind etwas zurückgegangen. Positive Überraschung gab es bei den Rohöllagerbeständen. Ja, da war eigentlich ein Zuwachs um 2,2 Millionen Barrel erwartet worden. Es war am Ende aber ein Rückgang von knapp 1,7 Millionen Barrel. Das ist eine, sage ich mal, aus erster Sicht zumindest positive Nachricht gewesen. Die Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland sind ebenfalls rückläufig. Zwar ein bisschen besser als im Vormonat, aber sie lagen unter den Erwartungen. Und dann hatten wir ja am Donnerstag hier die EZB am Sitzen bzw. am Rat hier an dieser Stelle. Es gab keinerlei Zinsveränderung. Das war auch wirklich so erwartet worden. Wichtig war, was Herr Draghi gesagt hat. Und Herr Draghi hat hier mehr oder weniger die Markterwartungen auch getroffen. An den Märkten ist jetzt nichts Erratisches passiert, weder in die eine noch in die andere Richtung. Von der Seite her hat das auf den Punkt gebracht. Die Märkte haben vorher schon das erwartet, was gekommen ist. Und deswegen gab es da keine massiven Ausschläge sozusagen, die das große Bild entsprechend verändern können. Das Thema hier und wie schon gesagt, der Immobilienmarkt in den USA, Verkäufe neuer Häuser, das Ganze hier mittlerweile auch wieder ein Stück rückläufig. Aber das ist ja mittlerweile auch immer so ein kleines Hin und Her an dieser Stelle. Übrigens noch eine Kleinigkeit: Wir hatten ja gestern noch die Daten der Arbeitslosigkeit, Anträge auf Arbeitslosigkeit. Ich gucke noch mal ganz kurz hier rein, und zwar hier die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Das hatte ich ja gestern auch gesagt. Die kommen immer eine Woche, bevor wir die Non-Farm Payrolls bekommen, und hier haben wir sozusagen eine, sag ich mal, eine gute Nachricht, und zwar 216.000 Anträge auf Arbeitslosenhilfe sind erwartet worden. Die positive Nachricht waren, es waren nur 212.000. Das ist gut. Das heißt, hier ist der Arbeitsmarkt weiterhin solide. Das ist ein positives Zeichen für die US-Wirtschaft und auch für die Verbraucher an dieser Stelle. Das dazu, und damit gehen wir jetzt mal noch in die Termine der kommenden Woche. Wir starten hier die wichtigsten Termine aus USA, aus Europa, Deutschland natürlich auch und auch aus Großbritannien. Übrigens Großbritannien, Brexit geht weiter, ne? Also warum sollte es unter Johnson anders sein als unter May? Die Verlängerung ist durch. Bis Januar ist der Austritt verlängert worden. Also solange bleiben die Briten weiterhin Bestandteil der EU. Möglicherweise gibt es im Dezember Neuwahlen. Alles weiterhin eine Hängepartie. Da kann auch Johnson nicht wirklich viel dran ändern. Er braucht halt die Zustimmung seiner Parteifreunde und auch alle, die nicht seine Freunde sind. So, gucken wir hier weiter. Was gibt es nächste Woche? Wir bekommen aus den USA das Conference Board Verbrauchervertrauen. Das gibt es dann am Dienstag, und die schwebenden Hausverkäufe. Am Mittwoch gibt es Arbeitslosenzahlen bei uns aus Deutschland. Hier das Ganze, die Veränderung der Arbeitslosigkeit für Oktober. ADP-Beschäftigungsänderung am gleichen Tag für die USA. Wir bekommen am Mittwoch das BIP aus den USA, die Rohöllagerbestände, und die Fed ist dran. Das wird ein sehr, sehr wichtiger Termin. Das heißt, wir kriegen hier das FOMC-Statement und die Zinsentscheidung. Das also nächste Woche am Mittwoch. Donnerstag kriegen wir dann aus Europa den Verbraucherpreisindex, und am Freitag gibt es den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe aus Großbritannien und dann in den USA die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, also die Non-Farm Payrolls und den ISM Einkaufsmanager-Index. Und hier natürlich nicht zu vergessen, nächste Woche ist bei uns in Deutschland der Handel etwas geringer zu erwarten, weil wir haben zwei Feiertage. Am Donnerstag hat mehr oder weniger die eine Hälfte von Deutschland frei, am Freitag mehr oder weniger die andere Hälfte von Deutschland. Das heißt, hier können wir davon ausgehen, dass wir hier Leute haben, die verlängertes Wochenende machen. Und solche Wochen sind immer dafür bekannt, dass das Handelsvolumen etwas rückläufig ist. Das zu den Nachrichten, und damit gehen wir zurück in die Charts und sprechen jetzt mal noch über DAX, DAO und WTI. Und ich würde vorschlagen, wir fangen heute einfach mal bei den Öl an. Übrigens beim Öl, wer das noch nicht mitbekommen hat, wir haben jetzt bei Tickmill neben dem WTI auch das Brent zum Traden, und das ist jetzt nicht nur dafür da, dass wir zwei, sag ich mal, verschiedene Rohölsorten traden können, sondern wir haben auch die Chance, Handelsstrategien zu entwickeln.
Hedging-Strategien zu entwickeln. All das können wir hier ja machen. Ja? Wir können ja die eine Seite long für die eine Richtung gehen, für eine etwas längere oder etwas kürzere Ansicht und dann die Short-Seite mit dem anderen Rohstoff bedienen, weil sie laufen ja relativ zumindest in die gleichen Richtungen. Also da gibt es eine Menge, was man machen kann. Freue mich sehr, dass wir hier das Ganze jetzt haben und wir schauen uns das WTI gleich einmal an, weil wir hatten ja eine positive Überraschung und was wir hier im WTI sehen, wenn wir uns das große Bild anschauen, wen wundert's? Der Support hier unten um die 50, 51 Dollar rum hält weiterhin. Ja, wir hatten hier jetzt mittlerweile 1, 2, 3, 4 Mal den Test dieses Levels unten rein und immer wieder ist der Markt abgeprallt. Und was wir hier jetzt an dieser Stelle sehen, ist das Gleiche, was wir schon vorher gesehen haben. Der Markt testet dieses Level und läuft dann etwas nach oben. Das heißt, wir haben hier weiterhin einen schönen, abwechslungsreichen Chart, wo sich Aufwärtsphasen mit Abwärtsphasen innerhalb einer breiten Range mit ausarbeiten. Wenn wir die Range mal einfassen müssen, wenn wir sie ganz weit fassen, ist der Deckel oben drauf bei 63,50, 63,75, unten, wie schon gesagt, 50,50 Dollar, 50, 51 Dollar haben wir einen Support. Hin und her wird es geschwankt, wenn man das Ganze kleiner sehen will. Wir sehen es hier, dieses Zwischenhoch hier um die Marke von, naja, knapp 61 Dollar ist hier zwar mal kurz überspiked worden, danach lief der Markt runter. Also, wir haben hier ein paar Deckel auf der Oberseite, einen Support auf der Unterseite und dieses Spielchen hin und her kann einfach weitergehen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, diesen starken Move hier nach unten reinkommt, und der ist jetzt mittlerweile auf dem Weg, die Hälfte seines Abwärtsrutsches zu korrigieren. Hier mal in etwa, also die Hälfte haben wir hier irgendwo um die Marke von, muss man kurz schauen, das Fadenkreuz mal nehmen, dass wir es besser sehen. Also hier oben knapp, naja, etwas über 57,15. Da ist mal die Hälfte korrigiert. Fibonacci-Levels kann man natürlich auch immer schön anlegen. Hier, das ist übrigens nicht das Fibonacci-Original. Das ist mein angepasstes Tool, weil für mich andere Marken wichtig sind. Aber am Ende geht es einfach nur darum, wie weit läuft es. Und wenn wir dann Umkehrszenarien sehen, dann können wir durchaus wieder die Unterrichtung etwas spielen. Das heißt, dieses Ping-Pong-Spiel an dieser Stelle hier natürlich mitnehmen. Und immer auch beachten, bitte. Wo notieren wir momentan, wenn wir mal diese Schwankungsbreite sehen, die Range oben und unten, das Ganze sehen und sehen, wo der Markt immer wieder hinläuft? Er läuft ja immer wieder in ein Mittel rein und dieses Mittel haben wir hier um die, ja, 56, 50 in etwa auch am Laufen. Da stehen wir jetzt. Alles andere, was da nach oben geht, geht dann in den aktuell zumindest gesehen teuren Bereich rein und alles, was unten ist, aus dem billigen Bereich heraus, geht dann wieder in die Mitte. Also das Ganze immer ein bisschen mit im Kopf behalten. In dieser Range können wir schön traden und wenn wir uns an den richtigen Stellen positionieren, dann erhöhen wir natürlich auch Wahrscheinlichkeiten für uns, je nachdem, wie lang der Handelsansatz sein soll. Das geht also relativ gut im WTI und dann gucken wir noch mal kurz ins Brent rein und hier will ich einfach nur ganz kurz zeigen, das ist genau das gleiche Bild. Wartet mal, der ist hier so, na gut, er ist jetzt dreckig vom Chart. Es ist ein Haufen Linien drinnen, aber das große Bild, was ich hier zeigen will, ich bin jetzt einfach mal pragmatisch, noch räume jetzt hier nicht auf, ist einfach, wir hatten hier im Brent genau den Ausreißer nach oben, wir hatten genau den gleichen Schub nach unten. Wir haben hier unten genau ein Unterstützungslevel liegen und hier trendet der Markt genau wie im WTI trendet der Markt hier aktuell nach oben, ist wieder im Mittel angekommen. Also die laufen nahezu identisch von den Richtungen, auch wenn die Bepreisung hier ein klein wenig anders ist. Das also hier in den Ölmarkt mal reingeschaut und jetzt gehen wir auf die Indizes. Ich schalte mal um. Wir starten mal mit dem DAX und der DAX ist wie beflügelt. Und da habe ich mich vor ein paar Tagen mit einem Coaching-Klienten von mir unterhalten, der sagte: Mike, ich kapiere das einfach nicht. Wir hören permanent schlechte Nachrichten von, sag ich mal, von der fundamentalen Seite. Die Industrie ist in einer Rezession in Deutschland. Die Beschäftigungen unterliegen Veränderungen. Wir haben eine sehr, sehr hohe Kurzarbeit. Und der DAX steigt. Wie kann das sein? Und das ist halt genau das, was ich auch immer sage. Wenn wir uns mal das längere Bild vom Markt, vom DAX hier auch anschauen, dann sehen wir halt einfach, wenn wir uns das ganze letzte Jahr mal anschauen, der Markt ist ja einfach nur gefallen, 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 gefallen. Da haben wir diese Daten, die wir jetzt bekommen, noch lange nicht so in dieser Art und Weise auf den Schirm gebracht bekommen, wie wir es jetzt sehen. Ja? Also ich sage da mit Absicht auf den Schirm gebracht bekommen. Sehen konnte man das schon, ja? Aber die Medien haben es nicht so präsent bespielt.
Das heißt, da hat der Markt was vorweggenommen, was noch kommen wird. Jetzt kommt das, was damals eingepreist wurde, und der Markt orientiert sich schon wieder in die Zukunft. Und deswegen sehen wir aktuell eher steigende Kurse. Und das Schöne, was wir hier in diesem Bild sehen, ich mache mal ganz kurz nochmal ein großes Bild an. Wir sehen sozusagen hier jetzt auch einen Verlauf, der mittlerweile auch schön, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier in diesem größeren Verlauf tief in eine Korrektur reingegangen ist. Also wenn wir uns mal dieses Marktlevel hier anschauen, hier im Großen, das war die letzte Aufwärtsbewegung, hier, das war die Korrektur davor, das Bild hier. Was wir jetzt hier sehen, ist einfach die korrektive Phase dieser ganzen Geschichte. Also wir laufen im ganz, ganz großen Bild weiterhin verortet in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Das hat natürlich in den kleinen Nuancen, wir sehen es hier, der Markt trendet auch immer wieder in langen, langen Phasen nach unten. Wir gucken jetzt hier in die Woche wohlgemerkt. Ja, also das ist ein wirklich sehr, sehr großes Bild. Aber wir laufen halt wieder hoch, ja. Und wenn wir uns die Woche mal anschauen, dann wissen wir halt auch, wo das nächste Widerstandslevel liegt und welches Potenzial hier drin steckt. Das nächste Widerstandslevel haben wir hier oben um die Marke von 13.200 Punkten im großen Bild, wohlgemerkt. Und dann kommt oben drauf das Allzeithoch im DAX bei, naja, ich treffe es jetzt hier oben nicht genau, aber wir wissen ja, es lief über 13.600 Zähler drüber. Das ist das Potenzial, was wir auf dieser Seite haben, ja. Schwankungsreich geht es immer zu. Wir sehen hier auch immer mal ein bisschen hässlich, aber das ganz, ganz große Bild ist weiterhin aufwärts gerichtet. Und das ist ja das Positive, was wir an dieser Stelle definitiv auch sehen. Und dann gehen, oder damit gehen wir jetzt mal wieder zurück in den Tagesschart im DAX. Und da sehen wir es halt aktuell wirklich wieder schön, den Aufwärtslauf. Wir sind jetzt hier in diesem Hochbereich, dieses hier, wenn wir uns mal diesen Abwärtstrend anschauen, dann hatten wir ja hier drüben um die Marke von 12.900 Zählern einen Widerstand, also hier ein Korrekturhoch auf der linken Seite. Da sind wir reingelaufen und erstmal leicht abgeprallt. Das ist allerdings wieder ein Level. Wenn das überwunden wird, dann ist der Weg geebnet hier in die nächste Marktbereich rein, um die knapp 13.180, 13.200 Zähler hier oben rein. Das ist die Marke, die wir hier drüben auch schon sehen können. Das ist das, was wir als nächstes erwarten können, wenn wir durchlaufen. Laufen wir nicht durch, müssen wir korrektive Phase abwarten. Und das ist natürlich dann wieder mit dem etwas näheren Blick auch schön zu sehen. Ja, wenn man dann einfach sieht, was wäre denn ein erstes Band nach unten hin zum Anlauf, zum Test. Und da sehen wir natürlich hier die beiden Marken, die hier Widerstandslinien waren. Die sind dann natürlich Unterstützungslinien. Also hier unten der Bereich zwischen 12.600 und 12.660 Zählern wäre mal ein erstes Band, beziehungsweise hier nach unten hin zu sehen, wenn es zur Korrektur kommt und wenn es etwas weiter reingeht, 12.000 knapp 500 Zähler, also das Ausbruchslevel, was wir hier oben gehabt haben, da haben wir ja oft genug drüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass sich der Markt hier drüber stabilisiert. Das passt halt ganz gut ins Bild und wie schon gesagt, die Marken, das sind die Zähler, die wir hier definitiv auf der Uhr auch haben. Das also zum DAX und damit gehen wir noch rüber an den US-Markt. Wir beleuchten ja hier auch immer wieder gerne den Dow und den S&P und den technologielastigen Nasdaq und das sehen wir hier im Dow. Das Bild hat sich im Vergleich zur letzten Woche nicht wirklich deutlich verändert. Wir haben ja letzte Woche ja diesen Schub nach unten bekommen und seitdem läuft der Markt hier so ein bisschen seitwärts mit Blick auf das größere Bild, also auf diesen Schwung, den wir hier unten aus diesem Bereich um die Marke von knapp 26.000 Zählern bekommen haben. Wir sind natürlich im Tief noch deutlich weiter runtergelaufen, aber dieser Bereich hier hat schon eine gewisse Relevanz. Wir sind hier hochgetrendet, das Ganze ist in Ordnung und die Korrektur flacht jetzt hier ab. Und diese, sage ich mal, Schwankungen, die hier auch immer spikig ein bisschen kommen, das hängt zum Teil auch mit der Berichtssaison zusammen. Da wissen wir ja, die Einzelwerte schwanken immer mal ein bisschen stärker und das kann hier durchaus immer mal kurzfristige Schwankungen geben. Aber an sich sind wir hier in einem Seitwärtslauf und es ist auch nichts ungewöhnlich, dass wir, oder nichts Ungewöhnliches daran, dass wir vor den Nachrichten, die wir nächste Woche auch bekommen, seitens der Fed immer mal so ein bisschen seitwärts laufen. Das ist völlig normal. Wie schon gesagt, das Bild ist weiterhin auch hier. Wir sind verortet in diesem kleineren Aufwärtstrend in der korrektiven Phase. Und solange wie wir hier nicht nachhaltig hier unter diese Marken wieder drunter laufen, auch hier unter dieses Ausbruchslevel hier drüben aus diesem Bereich, ja, da ist in meinen Augen auch alles noch im grünen Bereich. Also hier unten diese Marke von 26.600 Zählern, die ist ein Punkt. Hier sind wir schon einmal knapp drüber abgeprallt, nach oben gelaufen. Das wäre dann Ausdehnung. Wie schon gesagt, im großen Bild ist momentan alles
noch im positiven Bereich. Mittelfristig wäre es halt gut, dass wir wirklich hier über diese 26.132 drüber laufen und dann hier oben das Allzeithoch in Angriff nehmen und dort natürlich auch drüber laufen. Das wäre natürlich ein sehr, sehr schönes Bild für die Bullen am Markt. Ähnliches Bild sehen wir hier im S&P 500. Von der Verortung her, hier ist es mal etwas näher rangezoomt, sieht natürlich ein klein wenig anders aus, der Chartverlauf wie im Dow. Da sehen wir aber auch hier unten den Abprall. Hier hat sich der Trend gebildet und hier laufen wir jetzt schön nach oben ran an diesen Widerstand hier oben kurz unter dem Allzeithoch. Jetzt wäre es natürlich sehr, sehr wichtig, dass der Markt wirklich das schafft, oben drüber auszubrechen für die Bullen. Ansonsten, wenn wir wieder abprallen, könnte es erstmal wieder ein bisschen Gegenwind geben. Noch sehen wir das nicht. Ja, noch bleibt der Markt hier oben dran. Vielleicht holt er Luft. Es wäre ungewöhnlich, sag ich mal, wenn er. Nein, nicht ungewöhnlich. Es wäre unwahrscheinlich, wenn hier irgendwo überhaupt nichts passiert. Wenn wir solche Phasen wie hier sehen, dass der Markt sich so ganz, ganz langsam oben ranschlängelt und oben fährt, irgendwann kommt eine Auflösung dieser Phasen. Und dann wird es jetzt natürlich wichtig sein zu sehen, wo wir hinlaufen. Ein erneuter Abprall hier, ja, der wäre nicht ganz so schön zu sehen, aber auch nichts Ungewöhnliches. Das heißt, hier müssen wir ein bisschen in Hab-Acht-Stellung sein. Wirtschaftsdaten aus den USA zeigen uns ja, dass alles noch relativ vernünftig läuft. Von der Seite her, das Beachbook hat es ja auch mit aufgezeichnet, was da an dieser Richtung kommt, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Und das sind die Marker, die wir hier haben. Also hier auch das Bild, das aufwärtsgerichtete Bild ist hier weiterhin intakt. Die Verortung kurz unterm Allzeithoch, die kann natürlich immer wieder zum Abprall führen, dass wir hier einen Schub nach unten bekommen. Das müssen wir kurzfristig einfach tatsächlich abwarten. Im mittelfristigen Bild haben wir allerdings wirklich jetzt wieder die Chance, oben rüber zu laufen. Und das wäre doch dann sehr, sehr positiv zu sehen. Und wer hier mit Blick neben den Währungen und der Indizes auch immer mal auf die Aktien schaut, weil die Aktien sind ja das, was in Summe die Fortentwicklung vom Index auch mitmacht. Viele Aktien steigen mittlerweile weiter nach oben an, weiter über Allzeithochs auch drüber. Und das ist so ein bisschen das, was der Markt uns auch zeigt, dass wir hier tatsächlich auch die Chance haben, übers Allzeithoch ein Stück weit drüber zu laufen. Das hier im S&P 500. Und der Blick in den Nasdaq zeigt uns, wie sollte es auch anders sein, die gleiche Richtung, die gleiche Verortung hier nahe am Allzeithoch und hier. Das ist interessant, hier mittlerweile auch wieder in einem Bereich, der an den letzten Tagen immer mal angetestet wurde, fungiert jetzt hier als Widerstand, als kleiner Widerstand. Das Zwischenhoch, was wir hier oben gehabt haben, wann war es gewesen? Am 12.09. wurde das Ganze gemacht, also das Septemberhoch. Wir haben es immer mal ein bisschen getestet und wir sind natürlich immer wieder daran abgeprallt. Und das ist jetzt das, wo ich drauf achte. Das Positive hier an dieser Stelle wäre jetzt zu sehen, dass wir tatsächlich drüber wuppen. Was wir dann hätten, wäre der Fortgang hier. Ich zeichne es mal ganz kurz ein. Wir haben ja hier im Kleinen einen Markt, der uns zeigt, er trendet nach oben. Wir sind hier einfach oben reingelaufen. Jetzt haben wir hier die korrektive Phase am Runterlaufen. Die hat natürlich auch noch Potenzial zur Unterseite hin. Aber wenn wir es tatsächlich schaffen, drüber zu laufen, dann setzt sich dieser Trend fort und der hat dann natürlich definitiv das Potenzial, übers Allzeithoch drüber zu laufen und ein neues zu markieren. Also auch hier Spannung im Nasdaq und die Bullen sind hier weiter in den Startlöchern. Mal schauen, ob sie ihre Chance auch mit nutzen können. Das also der große Blick in die Charts der Indizes. Wir haben auch heute noch das Öl gehabt und ich würde sagen, damit machen wir jetzt hier den Wechsel in den edukativen Bereich. Das heißt, wir schauen auf das, was wir noch jetzt sehen. Und zwar gehen wir jetzt mal der Frage nach: Daytrading, bin ich dafür?